Ich grüße Sie. Ich zeige heute, wie Sie zwei Stücke miteinander vernähen können, ohne eine sichtbare Naht zu haben. Mein Basismuster ist glatt Rechtsmuster. Das werden wir oft brauchen. Fast jedes Lace-Muster oder anderes Kleinmuster, Zopfmuster wird auf glatt rechts gestrickt. Das ist als erstes, was ich anfange. Die weiteren kommen danach. Also was wir beachten müssen. Wir müssen so schauen, so haben, dass die beiden Teile gleiche, absolut gleiche Maschenzahl haben. Gerade oder ungerade ist es völlig egal. Die müssen beide auf einer Reihe hin- oder rückreihe gleich beendet werden. Ausnahmen werden bei bestimmten kleinen Mustern, wo man die Muster anpassen muss, aber jetzt möchte ich nicht darüber sprechen. Erstmal, beide sind hin und rück gestrickt und ich habe beide mit Rückreihe beendet. Dann nehmen wir die, das ist rechte Seite auf beiden Seiten, nehmen wir die mit der linken Seite zusammen. So, rechts und innen ist linke Seite. Und der Faden kommt dann von rechts, wenn das auch meistens gebraucht wird. Mein Faden kommt in dem Fall von dem vorderen Teil, von der vorderen Nadel. Kann sein, dass es auch von hinten kommt, dann nehmen Sie einfach, stecken Sie einfach hier durch und dann wird es links vorne. Sehr wichtig natürlich, beim Vernähen und sichtbar Vernähen müssen wir immer in Paar denken, paarweise. Erstens auf zwei Nadel. Später werde ich auch auf eine Nadel zeigen, wie es geht. Dann wir denken immer paarweise Maschen. Eine von vorne, eine von hinten, zwei Maschen. Dann denken wir zwei Maschen von vorne und immer zwei Maschen von hinten. Zwei, zwei und zwei. Nächster Punkt. In jede einzelne Masche wird zweimal gearbeitet, gestochen. Einmal und dann zweites Mal und abheben. Einmal nähen und zweites Mal abheben. Einmal nähen, zweites Mal abheben. Also immer paarweise denken, immer an zwei. Wenn Sie einen Schritt ausgelassen haben, entsteht ein Loch in der Naht, dann müssen Sie zurück aufribbeln und nochmal machen. Und jetzt zum Spruch, das ist das Wichtigste. Für mich habe ich etwas ausgedacht, so ein kleiner Spruch. Und wenn ich den benutze, dann kann ich jede Art von Muster vernähen, ob das glatt rechts, Rippen, Bündchen, egal was, kann man mit diesem Spruch benutzen, ohne auswendig zu lernen. Allerdings, das funktioniert für mich gut. Ich wollte Ihnen das zeigen. Wenn Ihnen der Spruch nicht gefällt, dann denkt bitte was anderes aus, was Ihnen am besten passt. Also, was werde ich benutzen? Ich werde die Wörter benutzen, abheben richtig und stricken falsch. Natürlich, es wird nichts falsch gestrickt, es ist zum Verstehen. Also abheben richtig, was das bedeutet für mich. Wenn ich eine rechte Masche vor mir habe, die ich jetzt gerade abnähen möchte, die rechte Maschen abheben richtig, das heißt, ich stecke die Nadel in die Masche wie zum Rechtsstricken und dann ziehe den Faden durch, und dann hebe einfach ungestrickt ab. So, das heißt, abheben richtig rechte Masche. Wäre das eine linke Masche, wie auf der linken Seite, wenn ich eine linke Masche sehe, abheben richtig heißt, ich stecke die Nadel wie zum Linksstricken, ziehe den Faden durch und abheben. So, das ist abheben richtig. Stricken wird immer falsch. Stricken heißt, ich stecke die Nadel rein, ziehe durch und die Masche bleibt auf der Nadel. Das ist wie Stricken mit der Nadel, ja? Richtig, stricken richtig werde ich nicht brauchen. Stricken falsch bedeutet, eine rechte Masche werde ich wie eine linke Masche einstechen. Also ich sehe vor mir eine rechte Masche, ich stecke die Nadel falsch rum, so wie eine linke Masche stricken, dann ziehe den Faden durch und die Masche bleibt auf der Nadel. Wenn ich eine linke Masche vor mir habe, wie hier, dann
Stricken falsch bedeutet, ich stecke sie wie zum Richtstricken, ziehe Faden durch und die Masche bleibt auf der Nadel. So, ein bisschen verwirrend am Anfang, aber beim Nähen werden wir das irgendwie hinkriegen. Wenn Sie dieses Prinzip verstanden haben, dann bitte denkt etwas anders aus, wenn mein Spruch nicht gefällt. Okay. Zwei allerersten Maschen werden wir Vorbereitungsmaschen haben. Also ich habe gesagt, dass jede Masche wird zweimal gearbeitet, zweimal eingestochen. Die ersten sind noch nicht gestrickt, also die werden zum ersten Mal eingestochen. So. Vor mir liegen auf der ersten Nadel, zwei Nadel, rechte Maschen. Hier liegen die, wenn wir sie so von innen sehen, linke Maschen. Ja, bitte aufpassen. So. Die erste Masche wird gestrickt und noch nicht abgehoben. Ich sehe eine rechte Masche vor mir. Stricken falsch wie linke Masche und Faden und die Masche bleibt auf der Nadel. Jetzt zu der zweiten, auf der zweiten Nadel. Das sind die linken Maschen. Stricken falsch wie die linke Masche wie die rechte, Nadel durchziehen, Masche bleibt auf der Nadel. Hier steckt übrigens für Bequemlichkeit der Finger dazwischen. Beim ersten Mal bleiben die Maschen auf der Nadel. Jetzt beim zweiten Mal werde ich die abheben und gleichzeitig die nächste arbeiten. Das war nur Vorbereitung. Ab hier, ab diesem Moment immer wiederholen. Die erste Masche. Die rechte Masche. Abheben richtig. Also die rechte Masche wie rechts einstecken. Faden durchziehen. Die Masche abheben. Und gleich hier die zweite arbeiten. Rechte Masche. Stricke falsch. Wie zum Linksstricken. Durchziehen. Masche bleibt. Zweite Nadel. Immer zwei Maschen arbeiten. Abheben richtig, wie die linke Masche, wie die linke einstechen und abheben. Die zweite gleich, linke Masche, stricken falsch, wie rechte Masche einstechen, durchziehen, Masche bleibt. Nächster Schritt, immer paarweise denken, wieder zu der ersten Nadel. Die haben wir schon einmal gearbeitet, einmal eingestochen. Die werden wir abheben und die nächste stricken. Abheben richtig. Rechte Masche wie rechts einstechen. Durchziehen und die Masche abheben. Mit dem Finger einfach Spannung richtig machen. Die nächste Masche auf der gleichen Nadel. Stricken falsch. Rechte Masche wie links einstechen. Masche bleibt auf der Nadel. So, hier haben zwei gemacht. Jetzt auf die hintere Nadel, zweite Nadel. Wieder zwei Maschen denken, beide linke Maschen. Abheben richtig, weil wir schon gearbeitet haben. Wie zum Links einstechen, durchziehen und abheben. Die zweite linke stricken falsch, wie zum Rechtsstricken, durchziehen. Und die Spannung hier über dem Finger genau machen, dass die Maschen gleich aussehen. So. Hier ein bisschen kann man schon erkennen, dass wir auf diese Weise auch rechte Masche hier kriegen. Das ist der neu gestrickte, neu genähte. So, der Faden bleibt immer unter der Nadel. Und in den beiden Nadeln, ja. Nochmal. Die ersten sind schon einmal gearbeitet. Die werden wir abheben und dahinten die Maschen werden wir stricken. So, wieder vorne die erste Nadel. Wieder alle rechte Maschen. Abheben richtig, die rechte bis zum Rechts einstechen. Und dann gleich abheben, durchziehen, so wie es ein bisschen passt. Gleich daneben zweite, rechte Masche, stricken falsch, links. Die zweite Nadel. Beide linke Maschen, immer wieder linke Maschen. Abheben richtig, linke wie links.
durchziehen und abnehmen. Und die zweite linke, stricken falsch in die rechte Masche. Einstechen, Faden durchziehen, Masche bleibt. Hier und gleich korrigieren die Spannung. Natürlich, wenn ich alleine nähe, ohne eine Kamera vor mir, geht es viel flüssiger. Naja, sieht man schon wieder. Der Faden läuft in einem Zickzack. Und dann wird es und entsteht einfach glatt rechte Naht. So, weiter. Wieder erste Nadel und glatt recht, alle rechte Maschen. Die erste müssen wir abheben, zweite stricken. Rechte Maschen abheben richtig, wie rechts und durchziehen. Die zweite stricken falsch in eine linke Masche. Zweite Nadel, wieder zwei Maschen, beide linke Maschen, ich erinnere nochmal, linke Maschen, abheben richtig, links einstechen und ab die erste. Und die nächste linke Masche stricken falsch wie eine rechte. Wieder erste Nadel, immer paarweise arbeiten. Erste Nadel, zweite Nadel, zwei Maschen hier, zwei Maschen da und so zwei Maschen. Paarweise abgehoben, paarweise gestrickt. Und in jede Masche zweimal einstechen. Wieder von vorne. Faden geht nach vorne. Rechte Masche abheben richtig wie eine rechte. Und ab. Und die nächste rechte stricken falsch wie eine linke. Zweite Nadel. Beide linke Maschen abheben richtig wie eine linke. Und ab. Und nächste linke Masche stricken falsch wie eine rechte. Na, sieht ihr schon ein bisschen? Jetzt sieht man mit vier Maschen, dass alles gleichmäßig unsichtbar vernäht wird. Das funktioniert prima mit allen glatt rechts, wie ich gesagt habe. Und auf diese Weise, wenn wir abheben richtig, stricken falsch, kriegen hier glatte, rechte Maschen. Weiter. Wenn man Pause gemacht hat und dann weiß man nicht, soll ich jetzt abheben oder stricken, einfach genau anschauen. Wenn das schon ein Faden durchgestochen durch die Masche, dann ist es Zeit, sie abzunehmen, also abheben richtig. Wenn dann noch keiner ist, dann eben stricken falsch im Moment und die Masche bleibt. Sonst einfach ein paar Schritte zurück aufrippeln und nochmal nähen. Glatt rechts, abheben richtig. Stricken falsch. Zweite Nadel, linke Maschen, abheben richtig. Und stricken falsch. Abheben richtig, stricken falsch, zweite Seite, abheben richtig, stricken falsch und immer wieder Spannung. Hier sehe ich, dass ich hier die Spannung nicht so gut gemacht habe. Einfach nachziehen, fertig. Und so arbeiten sie einfach bis Ende und die letzten Maschen müssen trotz allem zweimal eingestochen. Also wenn eine Masche bleibt, machen sie trotzdem abheben richtig, stricken falsch, abheben richtig, stricken falsch bis Ende und dann vernähen sie. Vorne abheben richtig, kann man auch so machen, stricken falsch. Es wird flüssiger. Abheben richtig. Stricken falsch, abheben richtig,
stricken falsch. Heben richtig, stricken falsch. Wenn man schon so weit ist, dann ist das wahrscheinlich flüssiger und einfacher, wenn man nicht jede einzelne abhebt, aber mit der Nadel. Abheben richtig und gleich stricken falsch. Abheben richtig, stricken falsch. Naja, ich denke, ich habe das schon so oft genug gesagt, dass ausreichend.